So, und diese Einmeldung, die wollen wir noch einmal betonen. Einer der großen deutschen Politiker, der letzten großen deutschen Politiker, er ist tot. Wolfgang Schäuble ist verstorben. Die CDU-Eminenz, sie starb in der vergangenen Nacht. Und das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Wolfgang Schäuble, er ist friedlich eingeschlafen. Das ist aus dem Umfeld seiner Familie bekannt gegeben worden. Schäuble zog 1972 ja erstmals für die CDU in den Bundestag ein. Den größten Erfolg feierte er 1990 und als Innenminister der Regierung von Helmut Kohl handelte er nämlich damals den Einigungsvertrag mit der DDR aus. Wolfgang Schäuble, er war jetzt zum Schluss Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Er war langjähriger Präsident des Deutschen Bundestages und natürlich auch als Finanzminister schrieb er Geschichte. Also wirklich ein Grande der Christdemokraten. Und damit wollen wir vor das Kanzleramt schauen zu Isabel Finzel. Isabel, ja, es ist eine traurige Nachricht. Deutschland verliert also mit Wolfgang Schäuble wirklich einen ganz großen Politiker und einen auch, der bis zum Schluss immer wieder Salz in die Wunde gestreut hat, oder? In der Tat, Carsten, also Wolfgang Schäuble war wirklich eine CDU-Legende. Seit 1972 saß er wirklich ununterbrochen im Deutschen Bundestag, war damit eben auch dienstältester Abgeordneter. Er hatte im Laufe seines politischen Lebens wirklich zahlreiche Ämter inne. Von 2017 bis 2021 war er Bundestagspräsident, davor Finanzminister, er war mehrmals Innenminister, er war CDU-Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender der Union im Deutschen Bundestag. Und du hast es eben schon angesprochen, 1990 war er auch maßgeblich als damaliger Innenminister an der Aushandlung des Wiedervereinigungsvertrages beteiligt. Ja, und 1990, da gab es auch ja einen schweren Schicksalsschlag, ein Attentat damals auf Wolfgang Schäuble. Bei einem Attentat eben wurde auf ihn geschossen. Seitdem eben war er querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl. Ja, tatsächlich haben wir auch die wichtigsten Stationen im Leben von Wolfgang Schäuble noch einmal in einem Beitrag für Sie zusammengefasst. Er war der Experte schlechthin. Wolfgang Schäuble auf dem Brüsseler Parkett. Sein Rat gefragt, seine Einschätzung von Gewicht. Doch Bundesfinanzminister war nur eine Station in Schäubles Vita. In seinem langen politischen Leben hatte der Schwabe viele Ämter. Sein politischer Aufstieg beginnt unter Bundeskanzler Helmut Kohl. Schäuble dient als Architekt der deutschen Einheit. Denn als Bundesinnenminister verhandelt er 1990 den Einigungsvertrag mit der DDR. Im selben Jahr wird er Opfer eines Attentats. Die Kugel eines Geistesgestörten trifft ihn ins Rückenmark. Für den Rest seines Lebens ist Schäuble an den Rollstuhl gefesselt. Dennoch wird er Kohls Kronprinz. Vor der Wahl 1998 macht der Kanzler aber einen Rückzieher. Kohl tritt doch wieder selbst an. Er will kein Risiko eingehen. Dennoch verliert die CDU die Wahl. Wolfgang Schäuble wird Partei- und Fraktionschef. Doch nicht für lange. Im Zuge der CDU-Spendenaffäre muss er seine Ämter wieder abgeben, weil er eine 100.000-Mark-Spende nicht ordentlich verbucht hatte. Trotz Machtverlust bleibt der Vollblutpolitiker in der Partei eine Autorität. Im ersten Kabinett Merkel wird er Innenminister, fährt eine harte Linie im Antiterrorkampf. Nach dem Ende der ersten Großen Koalition unter Merkel löst Schäuble Peer Steinbrück als Bundesfinanzminister ab. In der Koalitionsregierung mit der FDP führt kein Weg an ihm vorbei. Seinem Sparkurs haben sich alle anderen Minister unterzuordnen. Die schwarze Null schafft er aber erst in der zweiten Auflage einer großen Koalition unter der Kanzlerin Merkel. Am Ende des Jahres, als die Steuereinnahmen noch einmal etwas gestiegen sind, sind wir dann in die erfreuliche Situation gekommen, dass wir jetzt am Ende des Jahres ohne neue Schulden schon im Jahre 2014 ausgekommen sind. Zu großer Popularität weit über die deutschen Grenzen hinaus kommt Wolfgang Schäuble aber durch seine harte Haltung im zähen Ringen der Eurozone mit dem hochverschuldeten Griechenland. Wo in Europa Reformen nicht nur beschlossen, sondern auch umgesetzt worden sind, hat unsere Stabilisierungspolitik in den letzten Jahren funktioniert. In den Kampf um die Stabilität des Euro hat Wolfgang Schäuble viel Kraft investiert. Seine Forderung nach einem zeitweisen Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone machte ihn für viele zum Buhmann Europas. Dabei war gerade der europäische Gedanke seine große Passion. Mit Wolfgang Schäuble hat ein großer Europäer die politische Weltbühne verlassen. Ja, zuletzt muss man sagen, ist es etwas ruhiger um Wolfgang Schäuble geworden. Nach einem Sturz seiner Ehefrau hat er sich ein Stück weit zurückgezogen, wenngleich er sich natürlich dennoch auch immer wieder weiterhin zu aktuellen politischen Themen geäußert hat.
Isabel, danke für diese aktuellen Informationen rund um den plötzlichen Tod einer Politiklegende. Wolfgang Schäuble ist verstorben. Danke fürs Kanzleramt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.